Seid gegrüßt und willkommen zur dritten Episode meiner Die Zwerge Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Genau, das hatten wir ja schon. So, wir haben jetzt wahrscheinlich alles gefunden, hoffe ich. Dann begrabe ich die Toten und setze die Reise fort. Es ist eine zeitraubende und anstrengende Arbeit, die flachen Gräber mit einem Stock in den harten Boden zu graben und die Leichen mit einigen Steinen abzudecken. Du hoffst, damit die Krähen wenigstens für eine Weile von ihrem Mahl fernzuhalten. Du setzt deinen Weg fort, um vor Einbruch der Nacht noch einige Meilen zwischen dich und deinen grausigen Fund zu bringen. Ja. Aber wir haben ja Proviant noch gefunden. Ach, hier ist nix. Okay, dann gehe ich mal hier hin. Gucken, ob das jetzt wirklich ein Dorf ist. Sieht aber so aus. Ein Stück abseits vom Weg siehst du einen flackernden Lichtschein durch die Bäume. Er könnte von einem Lagerfeuer stammen. Nähere dich höher bei dem Feuer, um niemanden zu erschrecken. Schleiche dich näher heran, um herauszubekommen, wer das Feuer entzündet hat. Ignoriere das Feuer und setze ungeachtet deinen Weg. Und ich will ja wissen, was da ist. Du näherst dich mit sicheren Schritten dem Feuer, bis du endlich etwas erkennen kannst. Drei breitschulterige Männer mit Äxten sitzen am Feuer, über dem zwei Kaninchen brutzeln. Sie scherzen miteinander, doch du kannst nur einzelne Worte verstehen. Augenscheinlich haben sie dich noch nicht bemerkt. Okay, sie haben mich nicht bemerkt, sind zu dritt, haben Äxte. Ich würde ja sagen, es sind Holzfäller, weil Banditen denke ich eher nicht. Ich versuch's mal. Als du den Rand des Feuerscheins erreicht hast, sagst du freundlich: Seid gegrüßt, mein Name ist... Die Männer sind aufgesprungen und greifen zu ihren Äxten. Wer ist da? Ich werd nicht wieder. Ist das ein Unterirdischer? Die Männer beäugen dich misstrauisch. Mein Name ist Tungdil. Ich bin nur ein Reisender, der nichts gegen ein warmes Feuer und etwas Gesellschaft einzuwenden hätte. Oh Mann. Ein Unterirdischer will unsere Gesellschaft? Wir sind ehrliche, hart arbeitende Männer. Warum sollten wir uns mit Unterirdischen abgeben? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Der Mann verstärkt den Griff um seine Axt und fährt sich mit der Zunge über die gelben Zähne, ohne den Blick von dir abzuwenden. Wie nett die sind. Ob ich die wohl was fragen kann? Nee, ich versuche mal abzuhauen. Du zuckst betont gleichgültig mit den Schultern und machst drei kleine Schritte nach hinten, ohne die Männer aus den Augen zu lassen. Also schön, wenn ich hier nicht willkommen bin, dann gehe ich. Gut so! Und lass dir bloß nicht einfallen, zurückzukommen, um uns abzumurksen oder zu bestehlen! Wir stellen Wachen auf! Für unterirdischen Abschaum gibt es hier nichts zu holen! Richtig nett sind hier zu Zwergen. Ich bin kein Dieb und erst recht kein Mörder. Ich wollte nur sehen, was es mit dem Feuer auf sich hat. Das Blut pocht in deinen Ohren. Und etwas mutiger, als du dich fühlst, fährst du den Mann an. Ich bin kein Dieb und erst recht kein Mörder. Ich wollte nur sehen, ob... Ha! Alle Unterirdischen sind Diebe! Tauge nichts! Dir fällt es schwer, deine Stimme wieder unter Kontrolle zu bringen. Haben Sie schon viele Zwerge getroffen? Genug, um zu wissen, dass ihr alle dreckige Diebe seid. Oh Mann, ey. Am nächsten Morgen flackern Bilder von Äxten, hasserfüllten Gesichtern, Fäusten und schweren Stiefeln durch deinen benebelten Verstand. Dein erster Versuch, dich zu regen, scheitert, als Schmerzen durch jeden Knochen, jeden Muskel und jeden Nerv deines Körpers schießen. Du brauchst lange, bis du dich aufgerichtet und im frühen Sonnenlicht deine Wunden versorgt hast. Von den Holzfällern fehlt jede Spur. Sie haben dich einige Meter vom Lagerfeuer entfernt ins Gebüsch geworfen, nachdem sie mit dir fertig waren. Na toll. Aber ich hab noch alles. Habe ich jetzt auch Erfahrung bekommen? Bestimmt. Ich versuche mal... Ach nee, das ist gar nicht das Dorf hier. Ich versuche mal hier hinzukommen. Ob die da freundlicher sind. Da bewegt sich was. Zwergenhändler. Cool. Aber erstmal zum... Ach, ein Gehöft ist das okay. Dann ist das hier wohl ein guten Auen. Deichseldorf. Na, ich schau mal, was es hier ist.
Als die Giebel des kleinen Bauernhauses und der Scheune hinter einer Kuppel auftauchen, hörst du lautes Kindergeschrei. Ein Mädchen läuft lachend den Weg entlang, verfolgt von einem kleinen Jungen mit großem Stock in der Hand. Mit entschlossenem Gesicht versucht der Junge, seine Schwester einzuholen, hat auf dem unebenen Weg aber große Probleme, seine kurzen Beine unter Kontrolle zu halten. Bleibe stehen und beobachte die Szene weiter, geh auf die beiden zu und grüße sie freundlich, lass den Hof links liegen und setze deine Reise fort. Ich bleib stehen. Der Junge stolpert und geht mit einem Uff zu Boden. Noch bevor das Mädchen bei ihm ist, um zu helfen, rappelt er sich auf und greift zum Stock, um die Verfolgung fortzusetzen. Dabei fällt sein Blick auf dich und seine Augen werden groß. Mehr als ein Da bringt er nicht hervor, als er mit knubbeligen Fingern auf dich deutet. Auch das Mädchen hat sich nun zu dir umgedreht. Noch bevor du etwas sagen kannst, hat sie ihren kleinen Bruder am Arm gepackt und läuft schreiend auf das Bauernhaus zu. Alter. Dann geh ich halt. Du möchtest die Kinder nicht weiter ängstigen und setzt deine Reise fort. Wie komme ich jetzt am besten zu diesem Händler? Ich gehe wieder zurück und dann da. Da guck ich mal. Ich gehe hier lang. Es geht auch noch woanders hin. Du blickst auf ein großes Dorf am Ufer der Worda hinab. Teile des Dorfes wurden auf Stelzen in den Fluss gebaut. Eine Holzbrücke überspannt das schnell fließende Gewässer. Eine große Holzpalisade wurde errichtet, um das Dorf vor Angriffen zu schützen. Ich gehe mal zum Tor. Die Wachen auf der Palisade beobachten dich. Ihre Rüstungen sehen gepflegt und gut gearbeitet aus. Der Schmied, der sie anfertigte, wusste, auf was es ankam. Daraus schließt du, dass die Männer auf den Schutz der Rüstungen angewiesen sind und sie nicht nur wegen der äußeren Wirkung tragen. Das sind sicher keine Dörfler. Oh oh. Das hört sich jetzt wieder nicht gut an. Die wollen bestimmt auch wieder nur aufs Maul geben oder so. Ich geh mal gucken. Wenn ich eh schon hier bin, kommen wir eh nicht weg, oder? Mal gucken. Betrachte die Palisade. Oh nee, hier ist ein Feuer. Das Während die großen Feuer so viel Hitze ausstrahlen, dass du dich ihnen kaum nähern willst, verbreitet das kleine Lagerfeuer angenehme Wärme. Es wäre der perfekte Platz für ein Nachtlager, würdest du denn vor dem Dorf übernachten wollen. Hier ist sonst nichts. Oh doch, hier ist was. Ein Gebüsch, da schaue ich mich mal um. Vielleicht finde ich ja wieder einen Rucksack oder so. Du hast die letzten Nächte unter Büschen auf hartem Boden zugebracht. Du sehnst dich nach einem guten Abendessen und einem richtigen Bett. Ja, vielleicht darf ich ja doch hier rein. War hier nicht eben eine Wache? Orkschädel? Du bezweifelst, dass es klug ist, die Scheusale mit den abgetrennten Häuptern ihrer Artgenossen zu verhöhnen. Kann ich mit euch reden? Einige der Wachen beginnen zu tuscheln, als du dich dem Tor näherst. Hallo da oben! Was führt dich ins schöne Gutenauen? Und hast du unterwegs Orks gesehen, Unterirdischer? Der Mann, der sich über die Palisade lehnt, mustert dich aufmerksam. Lasst mich bitte ein. Ich möchte die Nacht nicht unter freiem Himmel verbringen. Ich bin ein Zwerg, wenn's recht ist, und ich verlange Einlass. Gutenauen ist bekannt für seine Gastfreundschaft. Eine Tatsache, die du dir gerade ausgedacht hast. Lass mich ein und ich werde anderen Reisenden davon berichten. So sehr ich es bedauere. Nach Einbruch der Dunkelheit bleiben die Tore verschlossen. Im Gesicht des Mannes kannst du kein Bedauern erkennen. Die Orkköpfe auf den Spießen sehen frisch aus. Eine Tatsache, die dir aus mehr als einem Grund Unbehagen bereitet. Die da werden Orks nicht abschrecken. Das hoffen wir doch. Je mehr Orkköpfe auf die Spieße wandern, desto mehr Goldmünzen wandern in unsere Taschen. Oder, Jungs? Ja! Wir haben schon genug Orks getötet, um zu wissen, wie sie ticken. Diese hässlichen Fratzen werden sie anstacheln. Und dann werden sie vor unseren Toren untergehen. Du bist dir nicht sicher, ob die Söldner tatsächlich so viel vom Töten von Orks verstehen, wie sie sagen, oder ob sie einfach nur keinen Verstand haben. Wann habt ihr diese Orks getötet? Gestern. Haben erst ein paar Späher von ihnen erwischt.
Abends haben die anderen dann versucht, sich an uns zu rächen. Mal sehen, wer heute kommt. Deswegen auch die Feuer, damit ihr sehen könnt, wenn die ankommen. Ihr habt auch einen guten Graben hier. Ihr könnt mich nicht hier draußen lassen, wenn Orks durch die Gegend schleichen. Schon jemand aus 20 Goldstücke bleibt wachsam? Nee, ich mach das hier. Wollt ihr, dass die Orks mich zerfleischen? Lasst mich rein! Zufrieden stellst du fest, dass deine Stimme weniger besorgt als anklagend klingt. Es ist alte Tradition, dass sich die freien Völker des geborgenen Landes gegen die Scheusale Tions beistehen. Der Söldner scheint seine Möglichkeiten abzuwägen, schüttelt dann aber den Kopf. Bring ein paar Meilen zwischen dich und uns, dann solltest du sicher sein. So sicher, wie man heutzutage sein kann. Nee, bestechen will ich nicht, dann geh ich. Wachsam bleiben! Wenn ich etwas bemerke, werde ich schreien. Oh ja, worauf du wetten kannst. Oh, ich kann hier reinschauen. Ui. Bogenschützen, 4, 5. Okay, Armbrustschütze ist das hier. Ja, dieser Graben ist schon gut mit den Stacheln drin. Oder mit den Speeren, Spießen, wie auch immer. Gehe ich wohl doch hier zum Lagerfeuer. Du überlegst, ob du am Feuer auf den nächsten Morgen warten sollst. Hier müsstest du wenigstens nicht frieren. Ja, machen wir mal, ne? Es gibt noch eine bessere Möglichkeit eventuell. Dann mal schauen. Kann ich da hin? Nee. Hier geht's nicht weiter. Hier komme ich wahrscheinlich wieder zurück, oder? Ist ja auch nicht so gut hier. Nee, das ist ja viel weiter weg. Nö, hier ist nix. Hier oben vielleicht irgendwo. Außer das Gebüsch könnte ich jetzt noch betrachten, aber... Hier ist ja auch nix. Ich gehe nochmal zum Gebüsch. Sollte das dein Bett für heute Nacht sein? Eine flache, kalte Kuhle unter einem Busch? Wenigstens würde man dich nicht sofort entdecken. Ja, das soll mein Lager für die Nacht sein. Du hast in der Nacht kaum ein Auge zugemacht. Die Kälte ist dir in alle Glieder gekrochen. Besser frieren als eine Zielscheibe für Ork-Bogenschützen abgeben. Ganz genau. Aber komme ich jetzt auch direkt in dieses... Wow. Kann ich da jetzt rein? Kostet mich das jetzt was? Ich kann da gar nicht weiter. Ja, wow. Wo ist dieser Händler hin? Och nö, der ist weg. Ja, dann gehe ich jetzt weiter. Was stand da? Rastplatz mit Eiche. Okay. Überall Rastplätze. Ich gehe mal weiter den direkten Weg, weil meine... Seit du guten Augen verlassen hast, ist ein ungutes Gefühl dein ständiger Begleiter. Jedes Geräusch im Wald lässt sich befürchten, von einer Orkhorde entdeckt worden zu sein. Doch letztlich bringst du den Tag hinter dich, ohne auf Grünhäute zu stoßen. Es scheint, als würde Vrakas dir noch einen weiteren Tag im geborgenen Land gönnen. Bei Einbruch der Nacht kommst du an einer großen Eiche vorbei und beschließt, deine Wanderung für den Tag zu beenden. Nahe der Eiche siehst du ein abgebrochenes Nachtlager mit einer Feuerstelle, die ein paar Tage alt zu sein scheint. Feuerstelle oder Eiche? In der Krone der alten Eiche? Das scheint mir sicherer zu sein. Du schwingst dich den Stamm hinauf und ziehst anschließend dein Gepäck nach oben. Du bist bereit, wie ein Vogel auf einem Baum zu schlafen, wenn du dich dafür den Blicken der Orks entziehen kannst. Du schlingst ein Seil zweimal um deinen Bauch und den Stamm, um nicht versehentlich abzustürzen. Du schließt die Augen und träumst. Du siehst den Nordpass und riechst den frischen, eisigen Wind, der über die Spitzen der großen Klinge und der Drachenzunge streicht. Doch die Harmonie wird von dem scheußlichen Gebrüll der nicht enden wollenden Flut von Orks gestört, die sich unaufhörlich gegen die Befestigung wirft. Du riechst das ekelhafte grüne Blut der Orks und schmeckst das ranzige Fett ihrer Rüstungen auf deiner Zunge. Der bittere Geschmack verstärkt sich auf unerträgliche Weise und reißt dich aus deinem Traum. Du öffnest deine Augen und wunderst dich über die Helligkeit, da dir ein Blick in den Himmel bestätigt, dass es noch Nacht ist. Dein Blick wandert nach unten. Und was du siehst, lässt dir das Blut in den Adern gefrieren. Oh, oh. Da sind dann wohl Orks.
Oh Mann. Mal gucken, wie das wird, mit ihm zu kämpfen. Oha. Oha. Ich bin Sintoras von Zonbalsur, mein Meister, Nordon der Zweifache, der Gebieter über das Tote Land, hat euch, die Fürsten Toboribors, erwählt, um das Schwert zu sein, das den Süden erobert. Du meinst, wir sollen die Knochen hinhalten und uns von dem Magus töten lassen? Um Lord Ionan und die anderen wird sich gekümmert. Sei ohne Sorge. Eure Aufgabe ist es, im Süden für Ablenkung zu sorgen, bis der Plan meines Meisters aufgegangen ist. Und wer von uns soll Anführer sein? Derjenige, der das meiste Land erobert. Das heißt, Grabner wird der neue Großschloss sein. Er funkelt Uschnotz und Baschkuk böse an. Die Sippe der Grabner vor und das meiste Land erobern. Niemals! Wir werden die Städte der Rotbluter schneller überrennen, als ihr das Mark aus dem Knochen saugen könnt. Wir werden sehen. Du möchtest deinen Augen und Ohren nicht trauen. Wenn diese Scheusale Tions gemeinsam in den Krieg ziehen, dann stehen dem geborgenen Land verheerende Zyklen ins Haus. Oh Mann. Aber was tue ich jetzt? Ich kann doch nicht zurück, oder? Lass dich von Gegnern umzingeln, entkommen, schauen, okay. Die Nacht in der Eiche war die schlimmste deines Lebens. Mhm. Die ganze Zeit hattest du Angst, von den Orks entdeckt und zerfleischt zu werden. Doch als die ersten Sonnenstrahlen die Baumkrone durchdrangen, brachen die Orks ihr Lager ab und zogen von dannen, ohne dich entdeckt zu haben. Oh Mann. Ich schaue mir das nochmal kurz an. Sicher ist sicher. Dein Blick schweift über das verlassene Lager und du lauschst angestrengt auf jedes Geräusch in der Nähe. Du hörst und siehst nichts Verdächtiges. Ich höre nur komische Sachen, aber hey, okay. Ich sehe auch nichts, ne? Nee. Dann klettern wir mal runter. Aber die haben Loot hier gelassen, oder? Dich überkommt das Bedürfnis, dich zu übergeben. Du hast die Geschichten natürlich gehört. Aber zu sehen, dass die Orks tatsächlich Menschen essen, ist etwas anderes, als darüber zu lesen. Es ist die Stelle. Wusste nur, dass es hier war. Na los, finde die bescheuerte Kette. Hier ein Froschknarr. Vor dir. Unterirdische. Genau richtig für ein Frühstück. Okidoki, da werden wir wohl kämpfen, ne? Nein, wir kämpfen natürlich. Du weißt, dass du kein Kämpfer bist. Doch du willst dich den Orks wie ein Kind des Schmieds stellen. Vielleicht schaffst du es wenigstens einen von ihnen zu töten und damit vor Vrakas nicht ganz so unzwergisch zu erscheinen. An mir werdet ihr zu beißen haben. Vrakas hat uns aus Stein gemacht. Verdammt. Oink, oink, kleines Schweinchen. Beim Bart der Beruins, wie hast du es geschafft, deine Waffe zu verlieren? Los, hol sie dir und halt sie dieses Mal gut fest. Hey, das war meiner. Du bist einfach zu langsam, Bruderherz. Zu langsam? Na, warte. Ja gut. Das ist eine gute Hilfe. Auf den Weg. Moment, ich will eben tun. Ja? Kann er noch nicht? Kann er noch nicht, okay. Für Vrakas. Schluss damit. Kann ich was machen? Nee. Wir brauchen das 3. So, jetzt drücke ich mal hier. Sehr gut. Gehen da angreifen. Oh, ihr müsst mal zusammenkämpfen, Leute. Wer bist du? Du bist...
Blabla-Deal. Hier ist mal. Was hast du? Eruption, alle Gegner zurück. Chance, ob zu Boden werfen. Mächtiger Hieb. Was hat der auf 2? Klingensturm. Sprungangriff, genau. Mach das mal bitte. Und er kommt natürlich jetzt hier hin. Stößt alle zu Boden. Oh, ist alles zu weit weg. Das dann nicht. Tun die wieder voll in Schwierigkeiten. Genau, du gehst jetzt bitte dahin. Du kannst auch springen. Na gut, dann machen wir das. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Tundil. Du haust jetzt mal bitte gleich den hier. Schluss damit! Der hier. Du machst mal eben das hier. Zum Boden werfen. Oh, voll gut. Hier kommt dein Mensch. Bist du mir da? Oh, wo ist denn hier mein. Oh, wo ist denn. Tundil. Oh, was hatten die immer für Probleme? Was ist gewährt? Okay. Aber klar. Ihr helft ihm jetzt mal gefälligst hier. Was ist das hier? Klingt ja genau. Ja. Er. Und jetzt? Nee, Moment. Oh ja, das hier genau. Aber Tundil, du bist wieder voll am Sack. Na, immer noch. So, er hilft jetzt damit. So, und du gehst mal mit hier hin. Dass ihr alle mal ein bisschen näher zusammen seid, Leute. Damit warten wir noch. Nein! Was habe ich getan? Ja. Habe ich den einen runtergestoßen? Schluss damit. Kann ich ihn noch wiederbeleben oder so? Oh nö. Oh nö, Tundi, geh mal ein bisschen zur Seite. Ist das mit ihn hier, aber mal wieder das hier machen. Für Wrackers. Zu einfach. Schluss damit. Wie viel denn noch? Gar nicht so fest zugeschlagen. Du hast ehrenhaft gekämpft, doch wurdest du besiegt. What? Was heißt Neustarten? Spielladen? Was heißt Neustarten? Ich versuche mal rauszufinden, was passiert. Aber ich glaube, ich habe aus Versehen Friendly Fire irgendwie gemacht und dann meinen Tung-Deal getötet. Wir sehen uns einfach in der nächsten Episode, wie es weitergeht. Wenn euch die heutige gefallen hat, könnt ihr sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um die nächste Folge nicht zu verpassen, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.